Dieses Boot ist neu. Wir werden es testen. Vor allem aber wird es uns testen. Wasserbomben! Ja, ich glaube, den Film kann man nicht toppen. So, das muss man einfach ganz klar sagen. Und deswegen haben wir das auch nicht versucht. Ich glaube, wir wollen natürlich schon die Zuschauer abholen, die den Film in ihren Herzen tragen, weil das tun wir auch selber als Macher. Wir lieben diesen Film, wir finden ihn unglaublich grandios. Und wir wollen natürlich schon auch sagen, hier eine gewisse Hommage an den Film da haben. Das machen wir aber nur in den ersten Minuten. Und ich glaube, jeder, der auf Minute 15 kommt, weiß, was damit gemeint ist. Das sollen dann bitte die Zuschauer auch tun. Und dann erzählen wir eben wirklich etwas ganz, ganz Eigenständiges. Mit eigenständigen Figuren, mit einer eigenständigen Geschichte. Und eben auch an Land und im Meer. Also wir haben sowohl eine U-Boot-Story als auch eine Land-Story. Wir haben eine Resistance-Story und wir haben unsere Jungs im U-Boot, mit denen wir mitfiebern. Und ich glaube, das ist etwas, was das Storytelling heute eben auch kann. Wir können heute horizontal viel, viel mehr erzählen und viel mehr in die Figuren reingehen, als das der Film damals gemacht hat. Und müssen das auch, weil das der Zuschauer heute erwartet. Der Respekt ist sehr groß. Wir alle kennen den Film, wir alle lieben den Film, wir alle haben riesen Respekt vor diesem Film. Und wir haben anfangs tatsächlich mal überlegt, sollen wir ein Remake machen, haben aber dann ganz schnell die Finger von gelassen. Weil wir dachten, an diesem heiligen Werk, in Anführungszeichen, wollen wir uns besser nicht vergreifen, das kann im schlimmsten Fall nur schief gehen. Wir wollen eine eigene Geschichte erzählen, eine neue Geschichte erzählen, die zeitlich an das Ende des Films anschließt. Aber wir haben eine neue Mission, wir haben eine neue Crew, wir haben ein neues Boot und wir haben, und das ist ein ganz besonderer Unterschied zum Film, einen zweiten Erzählstrang, der an Land spielt, der auch von zwei sehr starken Frauenfiguren getragen wird und der so das Pendant zu der Männermission auf dem Boot stattfindet. Ich bin für Vergeltung, in aller Härte. Naja, das Gute ist ja, dass wir uns nie mit dem Kinofilm versucht haben zu vergleichen oder jetzt versucht haben, den Kinofilm nochmal neu zu erzählen. Es war ja von Anfang an klar, dass es keine Neuverfilmung wird, sondern dass wir eine eigenständige Geschichte erzählen, die einfach ein größeres Panorama dieser Zeit erzählt, was auch dem Zuschauer ermöglicht, da noch tiefer einzutauchen, im doppelten Sinne des Wortes. Und von daher hatte ich da wenig Berührungsängste, weil für einen Schauspieler ist auch das Einzige, was zählt, sind eigentlich die Drehbücher. Also man liest eine Geschichte und man weiß, funktioniert sie oder funktioniert sie nicht. Und da habe ich hier ein sehr gutes Gefühl. Ich habe da überhaupt nicht lange überlegt. Als ich die Figurenbeschreibung gelesen habe und dann zum Casting eingeladen worden bin, war ich von Anfang an sehr begeistert und deswegen freue ich mich umso mehr, dass es jetzt geklappt hat. Wir hier heute einen sehr langen Trailer sehen konnten, von dem ich glaube, dass er auch ganz gut angekommen ist, so wie ich das verstanden habe, aber ich freue mich einfach, ja. Ja, ich bin eben in diesem gerade schon angesprochenen Landteil hauptsächlich zu sehen. Ich spiele den Chef der Kriminalpolizei vor Ort, der deutschen Besatzung, und bin dafür zuständig, dass eben Ruhe herrscht und muss mich mit der Resistance in Frankreich auseinandersetzen. Das Gute an meiner Rolle, oder das, eigentlich an allen Rollen, und das ist es auch, was meiner Meinung nach ein intelligentes und ein gutes Projekt ausmacht, ist, dass alle Figuren sehr ambivalent geschrieben sind. Das sind keine Klischee-Rollen. Und es geht im Prinzip darum, dass jede Figur sich behaupten muss innerhalb der Geschichte und es für den Zuschauer sicher sehr viele Möglichkeiten geben wird, da anzudocken und Berührungspunkte zu finden. Also ich spiele den Kapitän, Klaus Hoffmann, und der zum ersten Mal als Kapitän auf einem U-Boot ist und somit auch mit einer ganzen Menge Drucksituationen umgehen muss, gerade auch aus der Besatzung heraus. Hinzu kommt eine Vaterfigur, die eine sehr wichtige und große Rolle spielt. Also ich glaube, es ist eine ganze Menge an Spannung geboten. Ja. Angriff abbrechen. Der Kommandant ist eine Schande. Das hier ist mein Boot. Ich denke das. Wissen Sie. Das ist für uns natürlich neben Babylon Berlin das größte Projekt, was wir bislang auf die Beine gestellt haben, selbstverständlich. Es ist eine große Marke, die in Deutschland jeder kennt. Es ist dadurch auch natürlich ein Projekt, das wir mit sehr viel Respekt angegangen haben. Und nach Babylon Berlin das erste Projekt, was wir jetzt auch in Deutschland ohne Partner machen. Babylon Berlin war immer klar, Co-Produktion, was sich sowohl auf die inhaltliche Bucharbeit, auf die Produktion auswirkt, als auch natürlich dann auf den Ausstrahlungsrhythmus, erst Sky, dann ARD. Gott sei Dank funktioniert, wunderbar, Glückwunsch an die ARD.
Aber hier sind wir jetzt mal alleine am Werk. Wir haben das aus Deutschland heraus alleine entwickelt mit einem Co-Produktionspartner in Amerika. Und von daher für uns extrem spannend. Also wenn man sich solche Meldungen ansieht, in über 100 Länder verkauft, das hört sich erstmal bombastisch an. Aber das ist Teil der Finanzierung. Also solche, sagen wir wirklich High-End-Produktionen, die so teuer sind, müssen auch verkauft werden. Sonst finden sie ganz schnell ein natürliches Ende. Also für uns ist das schon, die Anspannung ist groß. Wird es so erfolgreich, wie sich das alle ausmalen? Und insofern ist da noch keine Jubelstimmung, sondern erstmal so, wo man sagt, man kann ein bisschen durchatmen. Und wenn eine Serie nicht finanziert wird, dann geht sie nicht weiter. Und da haben wir alle Respekt davor. Es gibt verschiedene Faktoren, die den Erfolg definieren. Das ist sicherlich nicht nur das reine Zahlenwerk, wie viele Menschen haben zugeschaut, wie lange sind die dran geblieben. Das messen wir natürlich auch und da freuen wir uns, wenn das viele sind. Aber es ist gleichzeitig ein Presseimpact, es ist gleichzeitig eine Aufmerksamkeit. Es ist für bestehende Abonnenten der Grund, bei Sky zu bleiben und sich mit Sky wohlzufühlen. Es ist für neue mögliche Abonnenten vielleicht dann das ausschlaggebende Moment, zu Sky zu kommen. Und es ist für uns natürlich jetzt eine Riesenchance, die Aufmerksamkeit breiter zu verteilen innerhalb der Sky-Angebote. Sprich, vom Sport weg. Sport ist wichtig, Sport wird für uns immer ein Hauptbestandteil des Angebots sein. Aber wir haben auch ein ganz tolles fiktionales Angebot. Und das bekannter zu machen und den Fokus darauf zu lenken, das ist auch eins der Ziele, das wir erreichen wollen. Für mich ist, ich mache seit über 20 Jahren Serie, für mich ist der wichtigste Kern oder wie der Definition, wie ob etwas erfolgreich ist, ist der Zuschauer. Der Zuschauer steht im Mittelpunkt aller Filme und Serien, die ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Und das ist beim Boot nicht anders. Ich will, dass das Publikum zufrieden ist, dass sich das sehr viele angucken und dass sie es gut finden.